So, meine Helden, General Lang ist heute fällig. Juhu! Endlich ein Boss, den wir hier umnieten werden. Ein Boss, auf den wir uns alle schon freuen, hoffe ich doch sehr. Aber zuvor muss man einfach nochmal sagen, was Shida da geleistet hat, war phänomenal. Was für ein Finish. Unglaublich, Leute. Das war wirklich ein Highlight in dem Projekt jetzt schon mal. Und wir haben hier natürlich dann eine Wahl und natürlich wird alles laufen dadurch. Shida hat den Tag gerettet. Ihr habt ja den Sniper davor gesehen. Hätte das nicht geklappt, ist ja übel gewesen. Richtig, richtig übel für uns. Aber tja, man hat sich nicht lumpen lassen. Es hat funktioniert. Ich bin sehr froh, dass dem so war. Und nun wollen wir alle weitermachen. Auch hier natürlich ganz klar. Muss ich was tun? Der Bolganonen-Typ greift an. Und macht natürlich auch ordentlich Damage, leider. Das könnte auch ein bisschen erfreulicher sein, aber gut, was will man machen? So, wie sieht's hier aus? Ja, das sieht stabil aus. Was man erwarten würde von einer Palla. Sehr schön. Ich bin mit Leid eurer Seele, aber zumindest gönne ich euch einen schnellen Tod. Schmeckt mein Schnitter! Ja, und da haben wir auch noch einen kleinen Textbox-Fehler, aber nur in der Formatierung. Das macht auch nichts, das wird natürlich ausgebessert. So, ihr seht, ich kann mit Shida oder mit Okma sprechen, aber das Okma-Gespräch ist tausendmal interessanter, Leute. Viel besser als das andere. Das kann ich euch sagen. Das lohnt sich um einiges mehr, weil wir ein bisschen Background bekommen, ja, Tatsache. Also machen wir das natürlich auch. Nabal, verdammter Bastard! Geh zurück, meine Schnitter, dürstet es nach Blut. Ihr wollt mich also unbedingt töten? Nun gut, ich wusste, dass wir unsere Angelegenheiten bald klären müssen. Nanu, Leute! Wartet, steckt das Schwert weg, ich bin nicht Nabal, sondern nur ein Heuchler. Ich bin das Samuel, habt ihr mich vergessen, Okma? Samuel! Samuel, der Gladiator aus Knorder? Ja, einst war ich ein gefangener Gladiator, aber ihr habt mir geholfen. Selbst als jeder die Flucht ergriff, seid ihr zurückgeblieben, um die Wachen abzulenken und habt euch fangen lassen. Ich habe alles von meinen Freunden gehört, wie ihr aus dem Ring geschleudert wurdet und gekämpft habt, bis ihr fast tot wart. Wie die junge Prinzessin von Talys mit Tränen in den Augen aufstand und euch gerettet hat. Darum habt ihr einen Schwur für Talys geleistet. Oder eher für die Prinzessin. Genug, sprecht nicht weiter. Lasst das, das ist Vergangenheit. Nicht mehr. Okma, wie auch immer, ich zahle euch alles zurück. Ich werde euch folgen, in Ordnung? Sehr interessant, ja. Hintergrund zu Okma und Shida, wozu es aber zusätzlich sogar einen DLC gibt. Also auch das werden wir uns früher oder später nicht entgehen lassen. Da freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf. Den Wassermann, den kriegt auf jeden Fall mal Chris rüber. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Der Schnitter selber, soll der bei Samuel bleiben? Ich weiß ja nicht. Ich meine, seine Stats sind jetzt nicht wirklich so toll. Ich meine, 11 Geschwindigkeit für einen Myrmidonen, da erwartet man dann schon ein bisschen mehr. Der Rest ist okay, würde ich sagen, aber auch nicht wirklich außergewöhnlich gut oder so. Absolut nicht. Da könnte schon mehr drinnen sein, würde ich sagen. Aber gut. Shida darf sich ein bisschen was hin und her traden, glaube ich. Bei dir auf jeden Fall unbedingt die Heilung anwenden. Ganz klar. Mach das mal so. Ich glaube, aktuell sind wir eigentlich defensiv genug. Das passt schon. Hat er noch ein bisschen mehr Stärke. Könnte sich ja auch bezahlt machen. Auch Luke will geheilt werden. Oh, ich sehe gerade, viele Leute wollen geheilt werden. Sehr viele. Es ist eine ganze Menge passiert. Viel Damage kam rein, leider. Aber gut, ich denke, du kannst weiter, das ist nicht so schlimm. Und Norn hat noch richtig viele Heilmittel für alle. Bedankt euch, Leute. Wuhu. Ist das nicht schön? Ist auf jeden Fall schön. Und der gute Frey, ich weiß ja nicht, was wir mit dir machen. Du gehst jetzt erstmal zurück. Aber ich denke, früher oder später wirst auch du noch deinen Einsatz haben, mit einem Langschwert zumindest dann. Du hier, genau. Trade dir doch mal auf jeden Fall das Heilmittel von Chris schon mal rüber. Ist ja auch ein Inventarslot wieder frei. Ja, Norn, du darfst später die Leute versorgen, wie ich schon meinte. Und ich glaube, ich gebe ihr mal ein Weihwasser, denn sie müsste das eigentlich gebrauchen können. Norn hat nämlich eine tolle Resistenz von 0. Wahnsinn. Da kann sie natürlich bei 21 Angriff viel machen.
Ja, gut, ne? Ist klar. Müssen wir natürlich benutzen, das Weihwasser, sonst wird das nicht funktionieren. Sonst sind wir schneller tot, als uns lieb ist. Du gehst natürlich auch weiter, lieber Julian. Wir brauchen auch deine Hilfe später. Können natürlich auch gucken, ob wir hier schon jemanden anlocken können, vielleicht mit einem Eisenbogen. Müssen aber auf jeden Fall... Wobei, wartet mal. Kann ich dich denn voll healen? Ja, das würde gehen. Killt er uns? Das sind 25. Das wären 22 Damage. Dann kommt er hier mit 32 gegen 22. Wegen Waffendreiecksvorteil sind 10. Also 10 und 22. 32 insgesamt würden wir zwar aushalten, aber es wäre schon sehr rabiat. Ob wir das riskieren wollen, ich weiß ja nicht. Wobei, er wäre danach wahrscheinlich weg. Dann haben wir noch eine Pflegeanwendung übrig. An und für sich können wir es machen. Das müsste schneller sein, als wenn ich jetzt hier mit Marisha extrem pushe. Zudem ich Marisha wahrscheinlich auch einfach reinstellen könnte. Also, ich mache das tatsächlich mal. Ich bin mal so verrückt. Bin mal so frei. Dann spare ich mir den Magieschild noch ein bisschen auf. Das ist schon in Ordnung. Alright, Leute. Sehr schön. Dann wollen wir mal sehen, was wir mit dir später noch machen. Es wird spannend an der Front hier. Übler Schaden, den wir kassieren natürlich, aber nichts, was wir nicht überstehen würden. Und Hauptsache, der Typ ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Hui, ein Elfenlicht gibt's auch noch oben drauf. Das ist natürlich ganz schön. Eine nette kleine Belohnung für uns. Oh, leider ausgewichen, wie ärgerlich. Aber theoretisch müsste das Marisha schon packen, oder? Wenn ich mir das so angucke. Ja, ist halt die Frage. Mit 31 Damage, das würden wir... Oh nein. Ah doch. Ja, voll geheilt halt nur. Sonst klappt das nicht. Ist doch ein bisschen risky. Wir sollten ausweichen. Zu einer Silberlanze erstmal. Aber auch nicht direkt angreifen. Heil einfach mal hoch. Das ist in Ordnung. Heil einfach. Das passt schon. Mit der Silberlanze sollten wir eigentlich auch schon fast haben dann später. So, du gehst nach oben. Und wir haben jetzt eine ganze Menge zu tun. Also das Ziel würde ich ganz gerne aktiv einsetzen. Der gute Samuel kann vielleicht was machen. Andererseits, wir haben hier das im Prinzip fast nur mit Rittern zu tun. Und leider hat er nur eine sagenhafte Geschwindigkeit von 11, die natürlich toll ist. Wahnsinn. Damit kann man viel erreichen. Hust, hust. Ja, gut, okay. Naja, okay, Leute. Dann ist jetzt erstmal Shida dran. Die darf durchaus später ein bisschen zum Einsatz kommen. Habe ich nichts dagegen. Mit einem Flügelspeer kriegt die auf jeden Fall einen Ritter safe weg. Das sollte klar sein. Katria könnte auf Distanz mit dem Five-Point-Speer angreifen. Auch eine feine Angelegenheit an und für sich. Damit geht schon was. Genauso wie bei Frey. Da hat er noch einen Langspeer zumindest. Also zur Not kann man da durchaus was rausholen. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich benutze nochmal das Heilmittel hier. So, lieber Luke, auch du musst dich heilen. Jetzt ist Shida. Moment. Da oben. Okay. Geh du mal zurück. Aber Luke, ich denke, du solltest dir auf jeden Fall nochmal zwei Heilungen gönnen. Oder eine. Quatsch. Eine brauchst du nur. Okay. Jetzt geht's allen eigentlich wieder sehr, sehr gut insgesamt. Na, das läuft. Das ist an sich stabil. Es geht jedenfalls. Vielleicht locken wir sogar die Leute eher dann darüber in diesen Raum. Das wäre vielleicht sinnvoller, oder? Ich meine, mit Palla könnten wir später auch hier nochmal ausweichen, glaube ich. Ein paar Nadelöhre bilden. Und versuchen, den Gegner etwas aufzuscheuchen. Ist, glaube ich, klüger, als dass wir jetzt hier voll reinrennen. Dann könntest du eventuell sogar schon anlocken. Aber ich will nicht die volle Offensive reingedrückt bekommen. Das wäre mir noch etwas zu heikel. So gesehen ist es, glaube ich, klüger auch, dass du da nochmal ein Heilmittel zumindest benutzt. Lieber Ryan... Ich glaube, das ist besser, ja. Der Rest ist ja in Ordnung, aber wir brauchen jetzt erstmal noch einen Zug hier. Und bitte, bitte treff, liebe Palla, ja, das ist sehr wichtig hier. Sehr gut, okay, hat sie auch geschafft. Einwandfrei. Na, dann kann ja gar nicht mehr so viel passieren eigentlich. Wir sind auf jeden Fall gut mit dabei, denke ich. Wie sieht ein Eisenbogen aus? Also zusammen könnten wir auf jeden Fall das schon reißen. Da ich mit Nosferatu ihn sowieso finishen kann... Mache ich das jetzt auch dann so, ne? Das müsste eigentlich gehen. 13 Damage. Nosferatu macht 16. Wenn du allerdings verfehlst, wäre das fatal. Eigentlich sollte ich mit dir zuerst angreifen. Denn du musst ihn treffen, weil sonst würdest du nicht mal einen Hit verkraften. Ja, das ist schon besser so. Dann finish doch lieber Palla erstmal. Ich meine, Marisha kann so oder so
gut genug leveln, auch anderweitig. Wir müssen uns nicht komplett drauf anlegen. Ist natürlich klar, dass jetzt wieder einiges an Erfahrung an Palla geht, aber mein Gott. Es ist auch nicht so schlimm. Ist schon in Ordnung. Okay, auch hier natürlich, alle sind bereit, stehen in den Startlöchern. Ich glaube, hier kann ich eh nur vernünftig anlocken mit Palla, weil wahrscheinlich eh wieder Gruppen-KI triggert. Und dann ist das natürlich schon besser, wenn ich hier mittendrin stehe. Ich sehe gerade, hier würden wir sogar nur einen anlocken. Wir müssen uns schon, glaube ich, reinstellen. Müsste aber auch machbar sein, wenn ich das so durchgehe im Kopf. Ja, das sieht mir zumindest machbar aus, sage ich mal. Wir brauchen aber noch eine Runde dafür. Sonst klappt das leider nicht. Ach ja, und du kannst natürlich ihr auch mal andere Sachen noch geben. Vielleicht ein Magieschild, noch eine Waage. Und die Sache hat sich erstmal. Dann kannst du das wiederum rüber traden. Ein bisschen Glück kann ja nicht schaden, ne? Elfenlicht brauchen wir wiederum. Eine Hand wäscht die andere. Palla ist jedenfalls ready, um es mit den Leuten aufnehmen zu können. Das freut mich doch schon mal. Ja, ich meine, das sieht doch sehr stabil aus. Angenehm. Ich denke, eine Runde müssen wir noch verschnaufen und die haben ja auch mehr als genug Zeit. Also kein Ding, Leute. Das kriegen wir hin. Genau. Jetzt bist du erstmal in der Reihe mit einem Magieschild. Dass sie auch ein bisschen mehr tanken können. Und anschließend benutze ich hier den Langspeer wieder. Wir sind ready, Leute. Ryan wechselt rüber. Der hier kommt ja nicht so weit, ne, genau. Also auch wieder alles stabil eigentlich. Das sollte machbar sein. Er hat eine Reichweite von 6. Das ist ja auch nicht so hoch. Das geht auf jeden Fall. Dann darf die gute Norn auf jeden Fall ein Weihwasser benutzen. Damit würde sie später eben auch durchkommen. Mit Panzerbrecher und so kann ich hier nochmal auch für einiges an Ärger sorgen, denke ich. Wir werden sehen, wie sich alle behaupten. Ich denke sowieso, es läuft darauf hinaus, dass wir erstmal ein bisschen zurückfallen werden. Nichts für ungut, aber das ist schon sehr brandgefährlich hier alles. Da geht's auch schon los. Okay, das hier ist natürlich noch recht harmlos. Das geht auf jeden Fall klar. Keine große Sache für Palla. Und auch keine Crits bisher. Interessant. So, da kommt er angerannt mit seinem Langspeer. Ui, er ist ausgewichen. Cool. Och, ich Idiot, hab das Wurfball vergessen. Oh, ich Trottel. Was mache ich denn? Das war dumm. Naja, gut, wie auch immer. Was soll's. Ist passiert. Auf der anderen Seite kann ich vielleicht dadurch besser versperren. Hm. Oh, er greift direkt an mit seinem Elfenlicht. Das finde ich aber ganz gut sogar. Hätte es auch sein können, dass er ihn erneuert eventuell. Ja, wir sind ihm zumindest schon mal los. Das ist doch einiges wert, will ich meinen. Und es gibt sogar ein Level-Up für uns. Ui! Noch mehr Stärke, Leute. Keine weitere Verteidigung. Aber zumindest staut sich jetzt hier so schön. Das sieht doch gut aus. Denk, damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Hier könnten wir uns ja auch durcharbeiten ohne Probleme, oder? Ich meine, zusammen schaffen wir das. Definitiv. Ja, allein Feuer reicht hier aus. Die hier kommen ja gar nicht weit genug. Das heißt, ich kann Marisha auf jeden Fall reinstellen, oder? Das ist jetzt ganz die Frage. Komme ich mit 3 Leuten klar? Lass mal sehen. Du alleine mit einer Stahlaxt bist du ja schon heftig, oder? Typ. Ah ja, den würdest du also doppeln. Ich meine, mit dem Shiida, die sicherlich einen ausschalten kann, ohne Probleme. Dann haben wir... Ja, das müsste eigentlich schon funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir haben auch mehr als genug Leute, die gerade sehr vorteilhaft stehen. Dann sollte aber Chris den ersten Zug, glaube ich, machen mit einem Schneider. Einfach um zu sehen, ob wir critten und wenn nicht, sollten wir immer noch gut durchkommen. Auf jeden Fall machen wir das so, ja. Das steht für mich fest. Jawohl, er schafft es, Leute. Das ist auf jeden Fall um einiges entspannter dann nochmal, wenn er direkt weg ist, der Typ hier. Sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Ah ja, vor allem Luke hat ja 16 Speed, ne? Ja, perfekt. Oh ja, das ist sehr, sehr gut. Damit können wir ihn direkt erledigen. Dann habe ich natürlich hier keinen Panzerbrecher zur Wahl, aber das müsste auch anderweitig gehen. Da ich ja sehe, wie viel Schaden alleine ein Ryan macht an der Stelle, legen wir es auch drauf an der Stelle. Ja, definitiv. Na komm. Kannst alles probieren, was du willst. Wir kommen hier schon durch. Zack, jawohl. Jetzt ist bald der Lang dran. Tja. Mal sehen. Ah ja, alleine hier können wir auch wieder mit Katria angreifen.
Und das könnte auch schon reichen. Was, denke ich, auch an sich eine gute Idee ist. Ja, ich greife mal von da aus an. Will mal ein bisschen auf Distanz noch bleiben. Kann er nie wissen. Sehr schön. Auch das hat funktioniert. Ja, ne, so kann man das auf jeden Fall machen. Und auch ein ordentliches Level-Up. Schön auch mit Verteidigung, nicht nur Geschwindigkeit. Passt. Stärke wäre natürlich noch gut gewesen. Aber man kann auch nicht alles haben. Und ich bin mehr als zufrieden damit. Ein Feuerzauber reicht aus an der Stelle und Marisha sollte auf jeden Fall einen Hit verkraften. Damit ist die Situation für mich da drüben eigentlich auch schon mehr oder weniger klar. Angenehme Sache. Jo, ein Level-Up, mal sehen, was rausspringt. Okay, KP und Geschwindigkeit. Aber sie wird wirklich, wirklich schnell. Das muss man ja lassen. Das ist eine sehr schnelle Marisha bisher. Also sie hat sehr gute Möglichkeiten, Speed zu maxen. Das alleine wird sie auch immer nützlich machen, wenn sie wirklich so schnell ist. Einfach weil sie kein One-Hit ist und wenn man kein One-Hit ist, hat man mit Nosferatu schon so ziemlich gewonnen. Bisschen mehr Magie wäre halt schon wünschenswert, aber es ist jetzt auch kein absolutes Muss tatsächlich. Und der ist tatsächlich so weit weg, dass wir sogar hier sehr viel Spiel haben. Wie cool. Das hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Wir können ja richtig gut uns jetzt durchmetzeln hier. Wobei natürlich Luke selbst für den Boss noch krass wäre, glaube ich, mit seinem Doppelungspotenzial, was einfach gegeben ist. Heftig. Das habe ich Norn gar nicht gebraucht, habe das Weihwasser verschwendet. Naja, aber man kann ja nie sicher genug sein. Vielleicht hätte ich sie ja einsetzen müssen. Und ich bin mehr als zufrieden mit dem, wie sich die Situation bisher entwickelt. Kann nicht klagen, Leute. Kann absolut nicht klagen. Hier brauchen wir leider 16 Speed, aber andererseits, wir können es auch auf 2 Hits machen. Dann brauchen wir Luke nicht unbedingt, haben den Panzerbrecher für den Boss offen. Wobei wir doppeln lang aber nicht, das ist das Problem, sehe ich gerade. Und er hält wirklich viel aus. Ugh. Das wird richtig nervig, das sehe ich schon. Ja gut, weißt du was? Nee, Luke. Du darfst das. Ach nee, Quatsch, Moment. Da darfst du dich nicht reinstellen, sonst war es das für dich. Ha. Aber mit dem Stahlschwert habe ich da, denke ich, ganz gute Chancen. Mit 100% natürlich. Ui, auch ein Crit. Das ist sehr unnötig, aber er hat's gemacht. Und er ist cool. Und kriegt eine Heilung. Juhu, die brauchen wir auch. Sehr gut. Die sollte uns auch nochmal nützlich sein. Dann würde ich sagen, Shida mit... Oh, mit, aber mit dem Flügelsperr kann ich sehr gut gegen Lang vorgehen, oder? 11 plus 24 bedeutet auch, der Typ kann mich eigentlich nicht direkt erledigen. Und wir sollten vielleicht doch ein bisschen mit anderen Leuten nochmal arbeiten. Aber ich würde sehr gerne später mal finishen lassen eigentlich. Das wäre mir am liebsten. 15 Damage hauen wir hier raus. Das ist doch auch sehr gut. Komm schon. Da geht doch bestimmt irgendwas, wenn wir zusammenarbeiten. Einfach nur. Hätte er jetzt nicht einen Langspeer, würde ich das vielleicht auch machen. Aber mal gucken. Wir machen hier leider nicht so viel Damage. Nee, das ist schon exquisit viel. Ja, 11 mal 2. Das andere würde natürlich echt erst recht ins Grab bringen. 22 können wir rausholen. Mit dir sind wir bei 29. Warte mal, reicht das nicht schon? 29? Das sind doch dann noch genau 15, oder? Nee, nee, Quatsch. Wobei, doch. Nee, nee, das ist schon korrekt so, ne? Wenn du nochmal 15 machst, ja. Genau, da ist er auf seinen 29. Das haut halt echt hin. Cool, dann könnte er echt mal finishen. Und Shida einfach mal nur anschwächen. Ich will das nicht auf die Spitze treiben, aber dann muss Norn auf jeden Fall den ersten Schlag schon mal machen. Sehen wir sie mal schon wieder angreifen, ist auch ganz nett. Ist wie gesagt ein sehr schönes Design. Ich mag das sogar total gerne eigentlich, aber ich würde sie tatsächlich, glaube ich, auch trainieren, wenn ich auf einen anderen Grad spielen würde. Weil es ist wirklich sehr ansprechend, das stimmt schon. Aber ja gut, ne? Leider ist es nun so, wie es ist. Aber was heißt leider? Ich meine, es war wirklich so, das letzte Kapitel war ein Ausnahmezustand. Aber ansonsten finde ich schon, dass das gut machbar ist. Muss man schon sagen. Fairerweise. Es ist halt wirklich nicht ganz so schlimm. Es könnte, glaube ich, echt noch verheerender sein. So, Shida. 2 Hits, dann darf Marv finishen. Nein! Oh, sie wollte es nicht. Sie musste noch einen draufsetzen. Warum? Es passiert wieder, Leute. Ich werde wieder verfolgt von unnötigen Crits, die mir Erfahrungspunkte falsch verteilen. Nur nein. Schaut euch den Marv an. Er ist gerade mal Level 9. Ich will zumindest wirklich, dass er Lang besiegt. Das wäre sehr, sehr, sehr erfreulich. Danke.
Okay, was macht er jetzt da drüben? Wir gehen mal mit Palla zurück. Ich will nicht, dass Palla angreift. Wenn, dann soll das jetzt mal Risha machen, bitte. So, da wird sie auch schon angegriffen. Ui, es sind 16 mal 2, na sowas. Naja, egal. Man kann nicht alles haben. Fördert das Waffenlevel. Hm? Alles geplant, Leute. Okay, jetzt ist er aber dran. Da ist die Sau, Leute. Jetzt machen wir sie fertig. Aha. Wieder mal sitzt er auf seinem Thron. Wie so viele Fire Emblem-Bosse denkt er, muss es mal wieder auf die Spitze bringen. Super. Grandios. 8 Damage machen wir ihm. Hui. Na sowas. Du machst ihm bestimmt richtig, richtig krass viel. Oh ja. 38. Das ist heftig. Ich denke, mit Ryan zusammen können wir es eigentlich ganz gut in den Griff bekommen, oder? Naja, du machst nicht so viel, wie ich jetzt dachte. Noch zu optimistisch anscheinend, aber egal. Shidas auf jeden Fall muss in einem Fight, das ist klar. Absolut. Die rockt das, glaube ich, gewaltig. Wenn wir es drauf anlegen. Ach, Moment, du hast ja noch gar nicht den, Moment, der hat denn jetzt den Heilungsstab bekommen? Stopp! Du hast den Heilungsstab. Gib mir den Heilungsstab, Luke. Der ist nicht für dich. Gib mir meinen Stab. Okay. Erstmal kommt das hier weg. Die Pflege, ich weiß nicht. Ich brauch sie mir eigentlich nicht aufzusparen. Das ist eigentlich Quatsch. Aber naja. So, alle verteilen. Und danach kommt der Großangriff auf Lang. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen, fürchte ich. Na, wobei, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht unbedingt. Es geht doch. Gleich kannst du mal sehen, was unsere Gruppe so leistet, lieber Lang. Die sind bereit. Bereit zuzuschlagen. Alle Male. Okay, dich stellen wir erstmal rein. Ach stimmt ja, warte mal. Chris hat einen Extra-Dialog, glaube ich sogar. Das würde ich auch ganz gerne mitnehmen. 13 Damage, eventuell hohes Crit-Potenzial. Muss mal gucken. Aber einmal würde ich ihn doch sehr gerne angreifen lassen noch. Aber das wird sich schon ergeben. Stellen wir erstmal Shida einfach rein mit ihrem Flügelspeer. Die macht das dann schon. 16 Damage ist nicht so viel. Was er uns macht, das passt schon. Es geht in Ordnung. Er wird sich nochmal kurz heilen. Aber ich will Chris vor allem jetzt kurz dann nochmal ein bisschen erneuern. Wartet bitte! Es tut mir leid, bitte verzeiht mir! Er hat nur, was der Imperator verlangte. Ich stimme ihm nicht zu, aber ich hatte keine Wahl. Also, bitte verschont mein Leben. Ich mache alles, was er sagt. Ja. Ja, genau so. Ha, ha, ihr sollt eure Deckung nicht vernachlässigen. Ihr naht nun sterbt. Wieder so einer, der meint, er muss einen auf hinterhältig machen. Bitte nicht critten, bitte nicht critten, bitte nicht critten, bitte nicht critten, bitte nicht critten. Danke. Okay, das wäre geklärt, Leute. Kein Crit von Shida, danke. Das ist erfreulich. Ui. Sie ist immer noch überdurchschnittlich. Was ist denn los mit dir? Das sieht verdammt gut aus. Was, sie hat Glück gemaxt? Das auch noch? Oh mein Gott. Jetzt hat sie Stärke 10 und Verteidigung 12 und Fähigkeit 10 und sieht so unglaublich schön gerade aus. Das ist herrlich, Leute, diese Werte. Geht euch das auch manchmal so, wenn einfach alle Zahlen total gerade sind? Jetzt vernachlässigen wir mal die Rest, aber es sieht so schön aus, Leute. Das alleine, ja. Shida weiß, worauf es ankommt. Die Werte müssen einfach stimmen. Ah ja, das würde auch funktionieren. Aber ich würde jetzt nicht die Pflege für dich opfern, weil ich glaube, er macht nur 19, war es, ne? Eben. Und dann darf der gute Mar finishen. Wobei das uns jetzt eine Runde kostet, wenn ich so mache eigentlich. Aber er braucht die Erfahrung einfach, Leute. Ich will ihm die einfach mal gönnen. Ui, 11 Punkte, sehr schön. Ah, ist ärgerlich. In FE12 ist wohl wirklich so. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber die anderen Dialoge triggern nicht mehr. Also Lang würde jetzt zum Beispiel im Avatar, das weiß ich, würde halt die Anmerkung machen, boah, du bist doch der Typ, der mich so blöd beleidigt hat und so. Dann würde er sich da ein bisschen drüber lustig machen. Und Chris wäre dann voll motiviert, ihm eins auszuwischen natürlich, ganz klar. Leider auch hier dann kein Extra-Dialog. Das muss ich immer merken, Leute. Denn ich werde das dann in Zukunft immer so machen, dass ich mir halt einen der speziellen Dialoge raussuche. Das wäre jetzt quasi nur den Generic-Dialog, den wir hatten. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Unmöglich, ich wurde besiegt.
Tja, nicht ganz so unmöglich, wie mir scheint. Tut mir leid. Oh, 89, aber... Oh nein! Nein, Leute, wir haben Krebs erhalten. Oh Gott. Oh Gott, das ist passiert. Oh nein. Und da kommt auch noch die fröhliche Musik. Ich wollte den Part nicht beenden mit so einer traurigen Note zum Schluss. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Oh Gott. Marv hat Krebs bekommen, Leute. Nein. Nein, warum Marv? So jung. Es tut mir wirklich leid, aber es ist nun mal so. Ja, ein trauriger Plot-Twist zum Schluss. Puh, Leute. Das sitzt tief. Das sitzt sehr, sehr tief. Ja, ja, einmal kann ich jetzt noch heilen, zumindest für Erfahrung. Das Übliche. Aber gut, wir nehmen den Thron ein und setzen die Reise fort. Juhu, alles erhalten, was wir erhalten wollten. Wer ist denn hier? Lord Wendel, welch Glück, ihr seid unverletzt. Lang beschuldigte mich, mit den Rebellen zu kooperieren und hielt mich gefangen. Doch ich sagte, dass ich eine Mission des Erzweisen Lord Goto zu erfüllen hätte. Eine Mission von Lord Goto? Das stimmt. Habt ihr die Sternenkugel gesehen? Die heilige Kugel mit den 12 Sternenkonstellationen, die eingraviert sind. Um Garnes Schattenrüstung zu durchdringen, hat Lord Goto einen Magie namens Sternenlicht mithilfe der Kugel erschaffen. Ja, ein bisschen Background auch zu den Splittern. Unglücklicherweise wurde die Sternenkugel dabei in 12 Splitter zerteilt, die sich nun überall auf der Welt befinden. Lord Goto erzählte mir, dass die Welt lange von 5 Kugeln mit mysteriöser Kraft beschützt wurde. Selbst der Verlust einer einzigen Kugel könnte die Welt zerfallen lassen. Wir müssen unbedingt die 12 Sternensplitter finden und die Sternenkugel wiederherstellen. Ist das ein Scherz, dass die Welt einfach zerfallen könnte? Das ist schwer zu glauben. Aber sind das nicht Sternensplitter? Falls ja, haben wir bereits einige. Nachdem wir Altea zurückerobert haben, helfen wir euch gerne bei der Suche nach den Kugeln und Splittern. Natürlich, euer Land wurde vom Imperium eingenommen. Ich verstehe, Prinz, dann sollte auch ich Altea beistehen. Wenn man darüber nachdenkt, scheint unser Zusammentreffen wie ein Zeichen Lord Gotos zu sein. Ich sollte dem Schicksal folgen. Aber lasst uns bitte erst den Tempel von Rahman aufsuchen. Dort finden wir eventuell einige der Splitter im Tempel. Verstanden, wenn es nur der Tempel von Rahman ist, können wir während der Reise nach Altea den Tempel besuchen. Ein neues großes Ziel. General Lang wurde besiegt und endlich müssen Großlandsleute nicht länger leiden. Das stimmt, Sir. Chris, seit wir Altea verließen, mussten wir viele Kämpfe überstehen. Wenn ich einen Blick in die Vergangenheit werfe, wurde niemand unserer Verbündeten getötet. Darüber bin ich sehr froh. Auch hier würde er verschiedene Aussagen treffen, je nachdem, wie viele Leute man verloren hat. Übrigens, also, ja, das ist halt das Beste. Chris, das liegt an eurer Hilfe. Vielen Dank. Sir, wir haben neue Informationen von der Patrouille erhalten. Die Feinde scheinen eine Art Hinterhalt vorzubereiten. Es sind keine Leute aus Akanea, sondern scheinbar Söldner, die angeheuert wurden. Söldner, sagt ihr, fahren wir fort oder nehmen wir eine sichere Route in Kauf? Ich würde keinen Umweg gehen, wir müssen so schnell wie möglich zurück nach Altea aufbrechen. Erlaubt mir, als euer Taktiker das Wort zu erheben. Ich denke, wir sollten es wagen zu kämpfen. Wir kämpfen gegen Söldner. Alteanische Ritter verlieren nicht gegen einfache Söldner. Chris, was denkt ihr? Ich stimme Sir Chagan zu. Ich verstehe, vielen Dank. Chagan, Chris, die Armee soll ausschwärmen. Wir werden die Söldner angreifen. Alles klar, das schaltet quasi unser Bonuskapitel frei, was wir jetzt bekommen. Juhu, Bonuskapitel, Leute, yay. Endlich wieder ein paar Extra-Chars, die wir mitnehmen können. Und es wird ganz spannend, das ist ein bisschen tricky, das nächste. Oh ja, da wird wieder ein cooler Typ die Bühne betreten und es wird mehr Background. Ah, ich will nicht spoilern, Leute. Aber ich weiß, dass auch das wieder was Besonderes sein wird. Sehr schön. Aber allgemein geht es voran. Wir haben quasi ein zusätzliches Ziel jetzt nebenbei. Zum einen haben wir jetzt Gruß befreit. General Lang ist weg. Aber wir haben noch keine Ahnung, wie es zu dem Zwischenfall mit Hardin kommen konnte. Warum er jetzt so ist, wie er ist. Das ist natürlich noch das große Mysterium. Ja, und auch Garnef scheint wieder so ein Unwesen zu treiben. Interessant. Ich meine, jetzt müssen wir irgendwie die Sternenkugel wiederfinden. Also zusammensetzen eher, die jetzt zersplittert wurde in 12 Teile. Und natürlich eine interessante neue Aufgabe neben der Rückeroberung Alteas, was natürlich Marvs persönliches Ziel gerade wäre. Und das persönliche Ziel aller Ritter von Altea natürlich.
das ist jetzt alles, was gerade so passiert. Und dann irgendwie ein Verständnis gewinnen, was eigentlich wirklich abgeht in der Welt, wäre vielleicht mal angebracht. Scheint ja doch einiges im Background zu passieren. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, das andere mag zwar alles mit Fallen behaftet gewesen sein, aber auch das in Medon, was wir gesehen haben, als Michalis Minerva fortgebracht hat, spielt natürlich eine Rolle. Das war ja nicht umsonst da drin, ja, wenn man jetzt zurückblickt. Das mag ich. Das passiert ja auch stellenweise halt in FE12 wirklich mal ein bisschen Nebenhandlung. Einfach mal so auf der Map, so ganz nebenbei, während der Spieler gerade beschäftigt ist. Das gefällt mir mal ganz gut. Haben sie doch gut in den Griff bekommen. Ganz anders als bei FE11, wirklich. Kannst du immer wieder betonen, aber nun gut. Ich bin gespannt, Leute. Man darf sich freuen auf den nächsten Part, denke ich mal. Das hier lief ja sehr, sehr gut. Leveltechnisch beeindruckend. Alleine meine Shida. Ja, Shida ist irgendwie eine Einheit, die mag mich immer, habe ich den Eindruck. Meine liebste Heroes-Einheit. Nebenbei bemerkt ihr auch, ne, so von den persönlichen Erfahrungen in Arena, weil ich ja so eine hochgemerchte Shida dort habe. Bin immer ganz begeistert, dass die dort schon leistet. In Shadow Dragon hat sie mich nicht enttäuscht. Hier wird sie mich, glaube ich, auch nicht enttäuschen, weil in FE12 ist es normalerweise schon so, dass sie ein gutes Stück schwerer zu trainieren ist. Die ist nicht ganz so toll mehr. Also der überwältigende Anfang in FE11 mit Shida ist halt wirklich krass. Das macht schon viel aus in der Performance. Und hier ist es ja, denke ich, eher eine sehr, insgesamt eher mittelmäßige Einheit, aber mit viel Potenzial natürlich auch. Und bei uns entwickelt sie sich sehr gut bisher. Kann ich mich nicht beschweren. Palla natürlich, hat man gesehen, ne? Das hat sich so gelohnt, dieser Early Promote. Unglaublich. Also die Base-Sets waren ja auch wahnsinnig hoch natürlich schon. Marisha scheint enorm schnell zu werden. Luke ist momentan auch schon auf dem besten Weg, wirklich ein sehr schneller Söldner zu werden. Gefällt mir. Also alles nähert sich momentan so einem gewissen Optimum an, habe ich den Eindruck. Es haben mich jetzt wenig Leute enttäuscht, zumindest diesmal. Das lief recht rund, aber ich habe ja schon gemeint, es ist an sich ein einfaches Kapitel. Natürlich, die Situation mit dem Scharfschützen war das große Highlight. Das war das Heftigste. Richtig krass. Oh mein Gott. Das war der heftigste Save, den ich so ziemlich seit, also bestimmt seit Jahren hatte in einem FE-Game, Leute. Das war schon krass. Heftig, aber ich bin so froh, dass das geklappt hat, weil es lief halt alles so gut bis dahin. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Alles rein investiert, was ging, noch alles rüber getradet und es hat funktioniert mit der Meisterlanze. Es wäre nur ein Crit ja nötig gewesen, sie hat zweimal gekrittet. Ach, das war herrlich. Wirklich mein Highlight und sicherlich auch von euch, aber gut. Ich will nicht zu viel wieder erzählen, wir haben es ja gesehen, wie es so lief und sind ja gespannt, was das nächste Nebenkapitel mit sich bringt. Also bis bald.